Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Depraved. Die Einwohner sind unzufrieden. Sie neigen zur Gewalt. Was fehlt dir denn, Herr Undertaker? Obdachlos? Nur plötzlich? Wie konnte das passieren? Ach, hier wird ja eine Hütte gebaut. Ja, dann das kriegen wir hin. Wir haben alle Materialien da. Höchste Priorität hier drauf. Das müsste eigentlich hinhauen. Da kriegen sie auch bald eine Hütte. Und stirbt halt niemand in der Stadt. Ich meine, da bist du natürlich als Bestatter, bist du dann erstmal mies drauf. Fängst an, die Leute selber zu erschießen. So, Stein haben wir unten genügend. Wohnhäuser. Wer ist in Synapsia City? Wieso ist denn hier jemand obdachlos? Hä? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Was ist hier? Warum ist der orange? Die Stimmung ist schlecht, weil... Ah, die steigt gerade wieder, weil Sachen passieren. Okay, was fehlt denn hier? Klamotten sind da, die Lager sind zu klein, fällt mir gerade auf. Wir können ja mal kurz durchgucken, was wir hier noch bauen können. Das habe ich die ganze Zeit noch nicht gehabt. Brot ist Mangelware. Nein, jetzt machen wir das zuerst mit dem Brot. Frau Bäckerin, was ist denn los? Hm? Du hast zwei Hilfsarbeiter, es wird trotzdem nichts mit dem Brot. Soll ich einen zweiten Bäcker nebendran basteln? Ich hätte beinahe gesagt, wir brauchen einen zweiten Bäcker nebendran. Oh! Le Schmiede ist fertig, es werden Eisenbarren gefertigt. Oh, geil. Es werden Eisenbarren geschmiedet. Cool. Das sieht ja cool aus. Die Details mag ich. Was hat denn hier stehen? Eisenerz und Kohle. Und dann macht er die Eisenbarren raus. Sehr gut. Dann haben wir hier, der macht dann aus Eisenbarren, der macht schon Werkzeuge. Oh, sehr geil. Das heißt, das Eisenwerkzeugproblem ist dann auch Geschichte. Super. Wir müssen jetzt nicht mehr Eisenteile einkaufen. Das ist natürlich echt spitze. So. Wir haben 52 Bretter. Warum haben wir jetzt hier auf einmal 52 Bretter? Ach, weil die drüben produziert werden. Genau, die werden ja hier in Iron City produziert. Und haben wir auch noch 24. Also Bretter sind nicht mehr das Problem. Und der Undertaker ist unglücklich. The Undertaker. So, die Hütte wird fertig und ich hoffe, dass danach der Herr Bestatter, bist du der, hm? Da geht die Stimmung hoch, wa? Ein kleines Hütchen am Dorfrand. Hier wird ganz sicher nichts geupgradet, das könnt ihr vergessen. Kann ich das irgendwie unterbinden? Kann ich nicht, ne? Was, du bist, der Jäger ist obdachlos? Ziehen sie ein. Wieso hast du denn keinen... Ah, jetzt hat er. Guck mal, der Bestatter und der Jäger. Beide haben den Tod in ihrem Geschäft sozusagen. Jetzt wohnen sie zusammen. Sehr schön. Ich hoffe, hier zieht jetzt niemand weiteres ein. Ich brauche nämlich keine weiteren Bewohner hier unten. Kleiner Friedhof. Der bleibt hoffentlich auch so ein bisschen... bisschen ruhig. Oh Gott, Unglück. Oh Gott, war das knapp. Nein, nicht hinzu. Oh Gott, überfahren. Sehr schön. Fleisch ist Mangelware. Fleisch ist Mangelware. Schon wieder, das war doch eben ganz gut aus. Was machen unsere Jäger hier? Warte mal, guck mal nach den Jägern. Jäger Nummer Uno ist hier vorne. Wo ist dein Einzugsbereich? Da oben. Hier sind aber noch genügend. Okay. Jäger Nummer 1 ist nicht das Problem. Jäger Nummer 2 hat Einzugsgebiet irgendwo hier oben gehabt, oder? Sehe ich das auf der Karte? Nee, so auch. Wäre zu einfach. Hier. Da sind auch noch drei Bisons oder was, die gemurkst werden können. Okay, komm, wir legen mal das Gebiet hier so ein bisschen hoch. So, das kann nicht das Problem sein, okay. Was haben wir noch?
Brot ist Mangelware. Genau, da waren wir dran. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Also das Einzige, was man machen könnte, wäre eine zweite Bäckerei zu basteln. Das werde ich jetzt auch machen. Wenn ich jetzt noch anfange, hier einen Saloon zu bauen, dann haben wir wahrscheinlich richtig Sorgen. Bäckerei, da. Ich baue jetzt einfach eine zweite Bäckerei, die Konkurrenz nebendran. So. Weil Mehl haben wir 11. Wasser haben wir auch echt genügend, ne? Produktionslager ist voll. Haben wir keinen Platz im Lager? Doch, haben wir. Abholen bitte. Ha! Was ist denn hier los? Jetzt ist auch hier das Fleisch das Problem. Moment, habe ich irgendwie Fleisch auch hin und her transportiert? Habe ich nicht, ne? Das kann nicht das Thema sein. Moment, nicht, dass ich hier irgendeinen Fehler mache. Nee, nur Leder transportiere ich. Was, jetzt wird hier auch das Fleisch ein Problem? Das kleine Dorf kann der eine Jäger nicht versorgen? Okay, was haben wir im Überfluss? Stein können wir verkaufen. Einkaufen, Fleisch, 20. Verstehe ich jetzt nicht. Warum ist denn hier jetzt auch wieder die... Moment, welchen Bereich deckst du ab? Den deckst du ab. Es lebt hier nichts mehr. Doch. Doch. Fuchs, Schwein, mehrere Füchse und alles. Oder der Jäger macht Pause wegen dem... Der macht eine Pause, weil er sonst das Zeug nicht... Okay, schwierig. Er legt eine Pause ein, weil sein Bestand voll ist mit den Lederwaren. Das wird ja... Okay, verhungert. Weil Leder vor der Tür liegt. Oh mein Gott. Da ist auch der nächste Bewohner gestorben. Super, freut mich. Produktionslager ist voll. Freut mich auch. Ja. Aber die Bewohner sind auch schon wieder alle komplett, ne? Ist gut, was waren es? 16 waren es. Jetzt sind ein paar gestorben. Oh, was ist denn hier los? Der kam mit Leder an. Wieso kann er hier oben sein Leder nicht loswerden? Wahrscheinlich langen die Lager nicht aus. Oh Gott, ich habe den Überblick verloren. So rum. Doch, Platz ist hier. Hier wäre kein Platz, verstehe ich.
Gut, wer weiß, ob das nicht eben noch belegt war, bevor wir hier reingelurrt haben. Hier wird der zweite Bäcker gemacht. Na, Eisenteile müssten wir jetzt hier... Ja genau, haben wir auf Tasche. Steine müssten wir auch haben, oder? Steine, Bretter. Bretter, definitiv... 69 Bretter. Steine, 8. Ja, müsste eigentlich reichen. Ah, Moment. Das wird aber ständig abgeholt. Handelsroute, Stein. Wie kriege ich das hier raus? Wie kriege ich das hier weg? Wie lösche ich denn hier so ein... Ah. Rechtsklick, sehr gut. Ein Gebäude... Produktion eines Lagers ist voll. Sofortige Abholung, sage ich dir nur. Haben wir denn genügend Getreide, um genügend Mehl? 11 Mehl. Da nix Mehl. Mühle malt Mehl. Das ist mit dem Brot lang nicht, aber das haben wir ja demnächst im Griff, wenn jetzt hier die nächste Bäckerei gebaut wird. Dann sollten auch das so rum. Ja. So, jetzt sollten hier auf jeden Fall, jetzt kriegst du einen Hilfsarbeiter dazu und es sollte auf jeden Fall Brot dann hinterher kommen. So. Ja, fischen könnten wir auch. Allerdings ist es so, dass wir für das Fischen nicht genügend Siedler haben. Gut, das wäre jetzt nicht das Thema. Wir könnten die Gebäude hier upgraden. Das könnten wir jetzt eh mal machen langsam. Aber die Fische werden eigentlich auch nur für die Kaufleute benötigt. Und die brauchen noch ganz andere Dinge. Die brauchen nämlich noch Schmuck. Die brauchen Fische und Schmuck. Also die Fische sind nicht dafür da, um unbedingt das... Ja gut, vielleicht hilft das auch, das Fleisch aufzufüllen. Gut, komm her. So, machen wir einfach mal zwei Gebäude dazu. Das heißt, dann sind da 6 Siedler, sind 22. Dann müssen wir noch 2 Gebäude upgraden. Haben wir da irgendwo noch ein Upgrade? Ja, hier hinten, genau. So. 6, 12. Sind wir bei 28, brauchen noch 1. So. Dann müssten wir eigentlich danach, müssten wir eigentlich alle Siedler zusammen haben, um die Fische zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht bringen die Fische ja auch Fleisch. Man weiß es nur nicht. Ja. Mal gucken. Lassen wir die einfach mal upgraden. Ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt genügend Material. Oder wir sollten genügend Material haben. Wir haben hier 69 Latten da. Wir haben die Steine. Gut, das könnte ein bisschen knapp werden. Aber die müssten gleich wieder produziert werden, weil... Warum bist du unzufrieden? Weil Fleisch fehlt. Hm, naja. Fleisch ist auf jeden Fall absolute Mangelware. Deswegen werden wir jetzt einfach einkaufen, Fleisch. So. Kostet uns zwar Geld. Aber das ist mal wurscht. Dann würden wir jetzt hier auf die nächste Stufe gehen. Nämlich mehr Siedler hier reinzubekommen. Und dann können wir mal gucken, ob Fleisch eventuell uns dann das entsprechend bringt, was wir brauchen. Wie sieht es hier aus? Hier wird auch Brot produziert. Ich hoffe, die beiden Bäckersfrauen hier, sind es Frauen? Das sind echt Frauen. Kriegen das jetzt zur Rande. Hier, oh, da liegt ein Brot. Liegt im Dreck. Naja, es knirschte bis sie beim Essen. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall 3, 4, 5... 5 mal 3, 15, 31 müssen wir dann haben. 31 Siedler. Da werden jetzt auf jeden Fall die Materialien hingebracht. Das ist das erste Gebäude, was ich angeklickt hatte. Und 4 Steine eventuell. Mal gucken. Okay, das scheint vom Upgrade zu passen. 36 Latten haben wir auch. Ja, das kriegen wir auch hin. Müsste passen. Oh, was? Produktionslager ist voll? Abholen. Gucken, ob wir das noch hinkriegen.
Aber bis sie das upgraden, das dauert natürlich ein Momentchen, ne? Können wir hier Prio drauf geben? Jo, können wir. Da haben wir das erste Haus. Das heißt, wir sind bei 19. Wir lassen es jetzt einfach mal so laufen. Ups. Ruckel. So, dann machen sie die da hinten. Sind die eigentlich für den Moment obdachlos? Ich meine, die haben ja kein Dach über dem Kopf, ne? So, wie sieht's aus mit Broten? Jetzt haben wir zwei. Okay, langsam kommen wir hier in Plus. Jo, das sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, ob uns das Korn reicht über den Winter. In welchem Jahreszeit sind wir denn? Wir sind im Sommer. Eigentlich müssen wir noch eine zweite Farm machen. Vielleicht hier oben hin? Jo, machen wir. Gut, das wird jetzt nicht mehr reichen von der Zeit, aber... Da ist das zweite Haus. Und das dritte wird auch gleich hochgezogen. Okay. Jetzt sind wir bei 9. Ne, Moment. Wir hatten erst 1. 21. 22. Gut, jetzt könnte es natürlich sein, die Siedler, die brauchen ja... Was brauchen sie zum Beispiel? Alkohol und Klamotten brauchen die mehr, ne? Und Brot. Alkohol, Klamotten und Brot. Wie weit ist es denn mit dem Alkohol? Oder 11. Passt. Und im Saloon haben wir bestimmt auch noch, oder? Ja. Ja gut, da müsste noch ein bisschen dazukommen. Hm, ja, mal gucken. Okay. Dann haben wir hier 3. Ich glaube, das reicht nicht ganz, oder? 6, 8. Das könnte eventuell nicht reichen. Material ist da. Es wird doch jetzt alles hier hin transportiert. 4. Da haben wir alle Eisenteile. Okay, das reicht auf jeden Fall. Brettertechnisch wird es auch reichen. Steine wird fehlen. Okay, alles klar. Das ist einfach, weil wir die Steine hin und her transportiert haben. Weil wir haben, glaube ich, hier unten in Iron City haben wir noch ganz viel Stein, wenn ich mich nicht täusche. 36. Na gut, das wird dann dieses Mal nichts. Produktionslager voll. Na super. Ja, wir haben nicht genügend Lagermöglichkeiten. Ich glaube, hier oben muss auf jeden Fall noch ein Lager hin, sonst langt das nicht. So, dann machen wir hier noch ein Lager hin. Und dann müsste das irgendwann mal passen. Ja, gut. Ja, hier fehlen auf jeden Fall die Steine. Ja. Na gut, dann gibt es hier nämlich das Fisch. Vielleicht ist das ja auch noch was, was so ein bisschen das Fleischproblem löst. Hä, warum habe ich jetzt 35 Fleisch oben? Achso, weil ich es gekauft habe. Nee, alles klar. Ich war schon irritiert, warum auf einmal wieder Fleisch am Start ist. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Deprave wieder. Und dann schauen wir mal, wie wir dann zurande kommen im Angeln. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.